Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Danganronpa 2. So, wir waren hier bei Mahiru in der Hütte und wir haben ganz, ganz seltsame Fotos gefunden, scheinbar aus den Schultagen, die wir vergessen haben. Und es sieht fast so aus, als wäre der Mord aus dem Spiel tatsächlich geschehen, also aus dem Twilight Syndrome Murder Case, genau. Wir schauen mal hier noch bei den Fotos, würde ich sagen. Diese Fotos, Mahiru muss die geschossen haben. Wahrscheinlich hat sie sie im Supermarkt entwickeln lassen. Selbst in so einer Situation gibt es eine Menge Fotos von Personen, die lächeln. Liegt das an ihrer Persönlichkeit? Oh, die Arme, ey. Ist hier sonst irgendwas? Hier ist noch ein Fenster. Genau wie bei meiner Hütte. Es hat ein offenes Design. Dadurch fühlt man sich tropisch entspannt. Aber nichts, was mir auffallen würde. Okay, ich glaube, die anderen Sachen sind ganz normal. Halt Badezimmer und so. Genau. Ich möchte da nicht reingehen, da gibt es ja auch keine Hinweise. Ich gucke nochmal, ob Chiaki was zu sagen hat. Ja, ich bin froh, dass wir hierher gekommen sind, um Untersuchungen anzustellen. Deswegen haben wir einen sehr wichtigen Hinweis entdecken können. Okay, dann gehe ich wohl mal. Was kommt denn dann jetzt noch? Was muss er da... Oh! Hajime und Chiaki, so ein Zufall. Wenn etwas zweimal geschieht, ist es beim dritten Mal ganz besonderes Glück, sagen sie. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das im Deutschen auch gibt, diesen Spruch. Dreimal, aller guten Dinge sind drei, ja genau. Genau, aller guten Dinge sind drei. Was für ein Zufall, bist du ein Stalker oder was? Sag doch so etwas nicht. Ich wollte dir doch nur die Ergebnisse meiner Untersuchung mitteilen. Ergebnisse? Hast du etwas herausgefunden? Ich werde es dich wissen lassen, wenn du auf die Knie gehst und meine Schuhe ableckst. Hä? Nur ein Witz. Ach, das war doch nur ein Scherz. Das hörte sich aber nicht wie ein Scherz an. Also, es geht um die Fußspuren. Der Killer hat doch seine Fußspuren vor dem Strandhaus hinterlassen, richtig? Oh, hast du etwa herausgefunden, wessen Fußspuren das sind? Wenn du es wissen willst, dann würde ich dir empfehlen, dass du mich auf jeden Fall zum Strandhaus begleitest. Mit dir? Natürlich, du kommst mit mir, richtig? Oh, also, ich traue ihm nicht weiter, als ich ihn werfen kann. Aber wenn ich einen Hinweis erhalten könnte... Was wirst du tun, Chiaki? Ich werde versuchen, mit Fuyuhiko zu reden, um herauszufinden, ob er mir etwas erzählen kann. Also überlasse ich das dir. Ja, das ist definitiv eine gute Idee. Wenn jemand wie ich versuchen würde, mit ihm zu sprechen, wäre es unmöglich. Aber mit einem Mädchen ist es vielleicht was anderes. Sei einfach nur vorsichtig, damit er nicht unverschämt dir gegenüber wird. Gut, dann trennen wir uns jetzt wohl. Wir sehen uns, Hajime. Hä? Wolltest du eigentlich, dass sie bleibt? Eigentlich? Was meinst du damit? Lass uns gehen. Ich gehe schon mal vor zum Strandhaus und warte dort. Wie sinnlos. Da hätte er auch noch kurz auf mich warten können. Obwohl, wir wollen ihn ja nicht unbedingt begleiten, beziehungsweise Hajime will das nicht unbedingt. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier durch. Wir haben ja jetzt alle Monokumas eingesammelt. Also müsste da alles klappen. So, links, genau. Links ist der kürzere Weg. Ah, ich liebe die Musik in dem Spiel. Oh, ja, tatsächlich war da eine Zahl gewesen. Ne? Oben links habe ich gesehen in den Aufnahmen. Und ich weiß nicht mal, woran das lag, weil ich habe überhaupt nichts an den Einstellungen verändert und jetzt ist wieder alles in Ordnung. Das war ganz komisch gewesen. Ich weiß echt nicht, woran das lag. Naja, hat sich ja von selbst gelöst, das Problem. Aber es tut mir nur leid, ich hoffe, es hat nicht zu dolle abgelenkt, wenn da oben immer diese Zahl rotiert ist. Ich finde sowas immer nervig. Aber tja, wenn es einmal passiert ist, kann man dann ja auch nichts mehr machen, ne? Hey, nur noch 255. Oh, cool. Ich will, dass es sich weiterentwickelt. Aber wir laufen erstmal noch normal weiter. So, dann auf Insel 2. Und dann zum Strand. Ich nehme fast mal an, links ist es kürzer gewesen. Level up. Ja, tatsächlich. Oh, ich habe mal richtig gelegen. So.
Da ist das Parking. Aber wir wollen... Oh, hi. Gundam, was machst du denn hier? Ich lag richtig. Hä? Ich hatte schon angenommen, dass du hierher kommen würdest. Es gibt nichts, was du vor mir verheimlichen kannst. Vor dem Supreme Overlord, der die Four Dark Devils of Destruction unter seiner Kontrolle hat. Deswegen weiß ich alles. Ich weiß alles. Ich wusste, dass ihr euch nur um euer infantiles Strandspiel kümmert. Aber egal, ich liebe Stille und Einsamkeit. Richtig, das ist es ganz genau. Okay, verstehe. Er wollte auch eingeladen werden. Ah, der Arme. Ach, Gundam. Wir waren ja im Grunde auch nicht eingeladen. Wir haben uns selber eingeladen. So. Ach nee, vor dem... Nee, doch hier, ne? Hier müsste er eigentlich abhängen. Ja, da ist er. So, Nagito, dann erzähl mal. Lass uns versuchen, hineinzugelangen. Okay. Also meinte er nicht versuchen, er meinte so, lass uns mal reingehen. Nagito! Oh, wieso zur Hölle bist du hier? Ach, hallöchen, Kazushi. Danke, dass du mich nicht so schroff behandelt hast. Vorhin oder damals. Und dank dir war ich auch in der Lage abzuhauen. Mit nur ein paar leichten Verletzungen. Du denkst ganz offensichtlich wie ein Ultimativer. Oh, dieser Bastard. Okay, jedenfalls seid ihr beiden zum richtigen Zeitpunkt angelangt. Oder hergekommen. Ich habe große Nachrichten. Ich habe etwas wirklich Schreckliches entdeckt. Eine schreckliche Entdeckung? Nicht nur das. Ich glaube, es ist nicht so etwas wie das von Sonja, aber es gibt etwas, was ich auch bemerkt habe. Du auch, Mikan? Ja, das ist wundervoll. Es scheint, als würde die Untersuchung langsam zum Siedepunkt gelangen. Am meisten interessiert mich, glaube ich, gerade Sonja. Hör zu, ich habe große Nachrichten. Riesige, riesige Nachrichten. Und was sind die großen Nachrichten? Erinnerst du dich an Sunwitch Esper Ito, die Maske, die neben Mahidus Leiche lag? Oh, die Maske, die der Killer benutzt hat, um sein Gesicht zu verdecken. Nein, das ist nicht korrekt. Diese Maske wurde nicht nur benutzt, um das Gesicht zu verstecken. Und dann, wozu war sie dann? Sparkling Justice. Hä? Sparkling Justice, das ist ein Serienkiller. Und er ist ein selbsternannter Alliierter der Gerechtigkeit, dessen Name allein die ganze Menschheit zum Erschaudern bringt. Er trägt die ganze Zeit eine Heldenmaske. Angeblich ist es ein Serienkiller, der nur andere Kriminelle ermordet. Sieh doch nicht so enttäuscht aus, Hajime. Du musst überrascht sein. Dieser Sparkling Justice-Typ, das ist dieser Serienkiller, von dem du vorhin geredet hattest, richtig? Es ist zwar wahr, dass die Maske, die wir... Voll der schwierige Satz. Es ist zwar wahr, dass die Maske, die wir gefunden haben, die eines Helden ist, aber... Es ist eine Heldinnenmaske, um präzise zu sein. Sunwitch Esper Ito ist ein hübsches Hexenmädchen. Siehst du? Eine Heldin. Jedenfalls. Du sagst, es ist also möglich, dass dieser Serienkiller oder Serienmörder derjenige ist, der Mahidu getötet hat? Das bedeutet, es gibt einen Serienmörder unter uns? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen solchen Twist schon mal in einem Videospiel gesehen habe. Das ist doch bescheuert. Serienmörder. Für einen Arsch. Der Killer hat das einfach nur benutzt, um sein Gesicht zu verstecken. Aber selbst wenn, auf jeden Fall hat der Mörder etwas etwas ausgewählt, das doch sehr hervorsticht, sehr auffällig ist. Ja, das mag wahr sein, aber... Wobei es einfach ist, das hier als närrisch abzutun, aber es ist wohl am besten, wenn wir sehr vorsichtig agieren. Sonja, kannst du mir sagen, oder beziehungsweise kannst du mir etwas erzählen über diesen sogenannten Sparkling Justice? Okay, während das Licht der Gerechtigkeit auf meine Maske scheint, exponiere ich die Herzen des bösartigen Bösen.
Was zur Hölle? Gerechtigkeit komplettiert. Okay, das scheinen die ganzen Sprüche zu sein, die halt abgelassen werden von dieser Person. Das Zentrum der Gerechtigkeit, die von Gerechtigkeit durchstoßen wird. Der führende Stern der Gerechtigkeit, der am Nachthimmel scheint. Das bin ich, Sparkling Justice. Was zur Hölle war das? Das ist Sparkling Justice Catchphrase, also so die... Wie nennt man das? Der Standardsatz, sowas halt in der Art, ne? Ein unbekannter Serienmörder hat eine... Oh Mann, ich gucke jetzt einmal nach, wie man das richtig übersetzt. Weil nicht, dass das jetzt häufiger kommt und jedes Mal denke ich, wie übersetze ich das jetzt? Catchphrase. Das ist ein Slogan, wird hier gesagt. Naja, gut. Passt ganz gut. Ja, naja. Naja, wir sagen jetzt einfach Slogan. Das habe ich in einem Magazin in der Bibliothek gelesen. Es gab bisher nur eine Person, einen Journalisten, der Sparkling Justice interviewen konnte. Der Artikel war in der Muttersprache geschrieben, deswegen, also in der Muttersprache des Journalisten geschrieben. Deswegen habe ich versucht, ihn zu übersetzen. Aber letztendlich wurde dieser Journalist von Sparkling Justice bestraft. Tja, es kommt einfach nichts Gutes bei rum, wenn man sich mit einem Serienmörder anlegt. Dieser Serienmörder möchte das vielleicht nicht gerade aus deinem Mund hören. Das ist alles, was ich über Sparkling Justice weiß. Dank der Masken weiß keiner, welches Alter oder welches Geschlecht die Person hat. Und deswegen ist es ein sehr mysteriöses Individuum. Hey, ist das nicht ein bisschen, naja, übertrieben zu behaupten, dass es einen Serienmörder in unserer Gruppe geben würde? Nein, das muss ja nicht bedeuten, dass er in unserer Gruppe ist. Es könnte ja auch sein, dass der Serienmörder sich schon die ganze Zeit hier auf der Insel befand und dann entschloss, Mahito zu ermorden. Das ist vermutlich nicht möglich. Aber das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ich meine, egal wie sehr ich darüber nachdenke, ich kann es einfach nicht glauben, dass einer von uns in der Lage sein sollte, so einen schrecklichen Mord zu begehen. Egal wie sehr ich darüber nachdenke, ich kann es einfach nicht glauben. Sonja. Ich verstehe ja Sonjas Gefühle, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass es einen Serienmörder gibt, der sich hier auf der Insel versteckt hält. Das denke ich aber auch. Der wird schon unter uns sein. Mikan, du wolltest auch etwas sagen, richtig? Tja, im Vergleich zu den anderen ist das, was ich zu sagen habe, nicht so wichtig. Also bitte, sei nicht zu hoffnungsvoll und sei nicht enttäuscht. Ich kapier schon. Jetzt sag's doch einfach. Ich habe mein Bestes gegeben, die Autopsie durchzuführen und ich war in der Lage herauszufinden, dass Mahito definitiv von einem Schlag auf den Kopf getötet wurde. Sie wurde wahrscheinlich von hinten mit einem Schlag niedergerungen. Wenn ich mir die Narbe so anschaue, war die Waffe definitiv der Metallschläger. Aber jede dunkle Wolke hat einen Silberstreif, wie sie sagen, und tja, es sieht zumindest so aus, als hätte Mahito nicht gelitten. Was hat das? Wie meinst du das? Ohne Zweifel ist sie sofort gestorben. Es war ein sofortiger Tod? Das hört sich ein bisschen seltsam an. Das sollte ich besser im Hinterkopf behalten. Ja, das ist sehr wichtig, weil dann keinen Sinn ergibt unsere Theorie, dass sie sich über den Boden gerobbt hat noch und dabei diese Blutspuren hinterlassen hat. Das kann dann nicht sein. Und es gibt noch etwas, das ich gefunden habe. Oh, tut mir leid, dass ich einfach so angefangen habe zu reden. Warst du gerade beschäftigt? Sag es mir einfach. Während der Autopsie habe ich etwas, beziehungsweise ich habe das hier in Mahidos Tasche gefunden. Ich wollte es dir persönlich sagen, aber ich konnte dich nicht finden. Deswegen habe ich dir das in dein Postfach gesteckt. Wegen der Sache, die wir vorhin besprochen haben, ist es in Ordnung, wenn wir den Ort und die Zeit ändern? Ich möchte, dass du ins Strandhaus kommst, auf der zweiten Insel, um 2:30.
Ich glaube, es gibt jemanden, der sich einmischen will in unser Treffen. Lass uns das geheim halten. Bis dahin sollten wir versuchen, einander vorerst nicht zu treffen. Es wäre übel, wenn sie uns verdächtigen würden, aus keinem Grund oder grundlos verdächtigen würden. Hiyoko Sayonji. Dieser Brief? Wenn dieser Brief echt ist, würde das bedeuten, dass Hiyoko sich mit Mahito getroffen hatte, richtig? Ja, außerdem war Mahitos ungefähre Todeszeit, ja, gegen 3 Uhr nachmittags und das hier war 30 Minuten davor. Wenn wir darüber nachdenken, könnte das bedeuten, dass... Oh, ich werde ganz verwirrt. Wenn das wahr ist, was hat das dann zu bedeuten? Was ist zwischen Mahito und Hiyoko geschehen? Oh je. Aber ich glaube nicht, dass Hiyoko war. Ihr hattet ja in den Kommentaren geschrieben und ich denke, das ist super logisch, dass das ein Hinweis auch war, dass dieses Gummibärchen da lag in dem Schrank. Sie hat sich bestimmt da versteckt. Und ich meine, sie kam ja auch weinend angerannt. Ich glaube eher, dass sie das irgendwie mit ansehen musste oder sowas und dann voll Panik hatte. Nehme ich mal so an. Hey, jetzt sag mir endlich, was du weißt. Du hattest doch herausgefunden, wessen Fußabdrücke das sind, oder? Wie warst du überhaupt in der Lage, das herauszufinden? Nachdem ich mir alle Geschichten am Flughafen angehört hatte, ging ich an einen bestimmten Ort. Naja, besser gesagt, ich habe mich reingeschlichen. Ja, in die Hütten von allen. Was? In die Hütten? Ja, ich habe Monokuma gesagt, ich müsste hineingehen wegen der Untersuchung und deswegen ließ er es zu. Dieser Bastard, der hat schon wieder sowas Schäbiges getan. Aber wieso hat dich so etwas getan? Tja, ich werde es dir erklären. Nagito kniete sich in der Nähe des Eingangs zum Strandhaus nieder und begann, Papiere zu verteilen auf dem Boden. Komm schon, Hajime, schau mal. Ach so, okay. Siehst du, ich habe mir die Mühe gemacht und habe das hier gesammelt. Das sind Fußspuren. Ah, verstehe. Der Grund, warum du dich in die Hütten reingeschlichen hast, war... Richtig. Ich wollte ein Sample, ein Beispiel für die... Sekunde, ein Sample? Wie ist denn da die richtige Übersetzung? Ein... Oh, halt. Das gucke ich jetzt auch nochmal nach. Ich hasse es, wenn ich das genaue Wort nicht finde. Ein Sample ist ein... Eine Probe, ein Muster. Genau, danach habe ich gesucht. Genau, ich wollte ein Muster der Fußabdrücke aller Personen. Aber leider wollte Fuyuhiko seine Hütte nicht verlassen. Deswegen konnte ich nicht alle besorgen. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Denn es scheint offensichtlich zu sein, dass die Fußspuren zu dieser Person gehören. Oh, und wessen Fußspuren sind es nun? Hiyoko Sayonji. Hiyokos? Um ehrlich zu sein, der Grund, warum ich sie zum Flughafen gebeten habe, war, um sie aus ihren Hütten herauszulocken. Ach so, speziell sie. Okay, ich wusste jetzt nicht, ob alle gemeint sind oder sie, aber Hiyoko war gemeint. Sie hatte sich in ihrer Hütte eingesperrt, wisst ihr noch? Oder weißt du noch? Wenn sie dort drin geblieben wäre, hätte ich mich nicht hineinschleichen können. Deswegen dachte ich, wenn ich sie herauslocken könnte, dann hätte sie es nicht so eilig, zurück in ihre Hütte zu gelangen. Oh Mann, du behandelst sie, als wäre sie ein kleines Tier. Aber es war total der... Aber es war die Sache total wert. Die Fußspur, die ich von ihr gesammelt habe, war kleiner als die von allen anderen. Und so passte sie auch zu den Fußspuren am Strandhaus. Ja, ohne Zweifel, das sind Hiyokos Fußspuren. Okay. Außerdem, es ist ja nicht so, als hätte ich rumgeschnüffelt oder so. Aber ich habe etwas echt Interessantes gefunden in ihrer Hütte. Etwas Interessantes? Ich habe eine Menge dieser Süßigkeiten gefunden in ihrem Zimmer. Das sind Gummicandies, also wie nennt man das? Weingummis, ne? Glaube ich, nennt man die im Deutschen. Weingummis in 4 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Erdbeere, Melone, Orange und diese grünen Dinger. Ich hab's fast. Weintrauben, genau, Weintrauben. Das hat sie scheinbar aus dem Supermarkt. Sie mag diese Marke Weingummis scheinbar sehr.
Es gab wohl auch noch andere Marken, aber sie hat nur diese mitgenommen. Manchmal sind die Leute so. Es gibt halt Menschen, die essen alles von der gleichen Marke, selbst wenn es nur Chips sind. Ja, und? Naja, ich weiß nicht, ob es etwas mit dem Zwischenfall zu tun hat, aber ich dachte, ich sag dir das nur sicherheitshalber. Sicherheitshalber? Wenn das von diesem Typ kommt, bedeutet das, dass es wahrscheinlich sehr viel zu tun hat mit dem Zwischenfall. Auf jeden Fall. Oh. Die Durchsage. Ha, das ist lustig. Ich weiß gerade nicht mal, was das auf Deutsch heißt. Hedonism. Das heißt es nämlich leider auch auf Deutsch. Und hier ist keine Erklärung dafür. Okay, es ist jedenfalls an der Zeit, den alles entscheidenden Kampf auszufechten. Ich glaube, das hat er aber auch letztes Mal gesagt. Kann das sein? Jedenfalls gibt es jetzt frisches Blut und eine Competition und jetzt beginnt der Class Trial. Vor Monokuma Rock sollen wir uns treffen, so wie letztes Mal. Ja, ich glaube, das ist das gleiche wie letztes Mal. Wir sollen auf jeden Fall wieder in den Untergrund fahren mit diesem geheimen Aufzug. Es ist wohl an der Zeit. Ich schätze, damit ist die Untersuchung vorüber. Also es beginnt endlich. Der Class Trial, in dem unsere Hoffnungen und die Hoffnungen des Killers aufeinandertreffen werden. Aber es ist in Ordnung. Letztendlich wird die Hoffnung gewinnen. Also dann. Wir müssen es beweisen. Oh, wieso ist er so aufgeregt? So einem Typen, dem muss man gar nicht antworten. Jedenfalls, wir sollten tatsächlich beginnen, rüberzugehen. Zum Trial Field, wo Monokuma auf uns wartet. Ich muss dort meinen Fall bringen. Den Satz habe ich nicht kapiert, ich habe ihn zu schnell gelesen, ist egal. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit. Wir haben keine andere Wahl, als weiter voranzuschreiten. Also dann, lasst uns gehen. Wir redeten mit uns selbst und verließen das Strandhaus und Mahirus Leiche. Wo war denn der Monokuma Rock? Ich glaube rechts, ne? Ich würde aber voll gerne noch das... Unser kleines Haustierchen noch evolved. Dass es sich noch weiterentwickelt. Deswegen werde ich noch ein paar Schritte gehen, okay? Dürfte ja eigentlich gar nicht mehr viel fehlen. Hier ist auf jeden Fall Monokuma Rock. Wie viel fehlt denn noch jetzt? Sorry. 147. Ich mach das noch ganz kurz, ja? Eigentlich ist völlig egal. Ich könnte auch einfach laufen. Die Schritte sind gleich, oder? Oder ist sogar vielleicht sinnvoller, wenn man nicht so rennt, weil die Schritte dann mehr sind? Weiß ich gar nicht. Gute Frage, aber irgendwie sieht es nach schneller aus und deswegen drücke ich so gerne auf den Rennenknopf. Wie viel ist jetzt noch? Ich bin so ungeduldig. Oh, wir haben es aber wirklich fast geschafft. Kommt, das ziehen wir noch kurz durch. Das ist noch wächst. Und dann beginnt der nächste Class Trial. Da freue ich mich schon drauf. Bin ich schon sehr gespannt. Wobei relativ vieles, finde ich, kann man sich schon denken. Aber halt diese Verbindung zum Videospiel, das ist vor allem der Bereich, der mir noch nicht so ganz klar ist. Aber das wird halt deswegen dann auch noch schön spannend. Das ist doch gut. Ja, da. Tada. Wir cleanen nochmal. Ach so, stimmt ja. Jetzt sind ja noch 98. Nee, wartet, das will ich auch noch. Bestimmt findet ihr das voll nervig. Aber da müssen wir jetzt durch. Ich will jetzt noch wissen, zu was es evolved. Oh, ich habe eigentlich auch noch voll viele Monokuma-Coins, ne? Oh, ich muss gleich auch noch mal gucken, ob wir vielleicht noch einen Skill kaufen können. Das ist wichtig. Das könnte nämlich noch sein, dass das geht. Das muss ich erstmal wieder suchen, wo im Menü das jetzt war. Ich vergesse das nämlich andauernd. Oh, ich glaube, wir leveln auch gleich auf. Ja, perfekt. Und da leveln wir auf. Ja! Ja. Oh, es ist so süß. Das finde ich super süß. Cool, finde ich super. Wir haben Usami. Wunderbar. Dann gucken wir jetzt noch ganz kurz... Wo war das denn? Hier?
Yeah, wir haben nämlich 5. Genau, ich wusste es. Ist eigentlich egal. Hauptsache, wir kaufen irgendeins, würde ich sagen. Ich nehme mal... Ja, ach klar. Ja, ja, ja. Das nehmen wir einfach mal. Und was ist das? Ja, reduces your aiming speed? Oh, weiß ich nicht. Nee, dann lassen wir das doch. So ist schon okay. Den Rest heben wir uns auf. So, jetzt aber. Muss ich dran denken, das auch auszurüsten, wenn das so ist wie im ersten Teil. Aber ich glaube es. Ist so. Nein, lass mich gehen. Hilf mir. Oh, er wird mir etwas Verrücktes antun. Ich werde ruiniert sein. Hey, halt die Klappe und bleib still. Du dickköpfige kleine Lolita, du. Hey, hör auf, kleine Mädchen rumzuschubsen. Das ist... Was ist hier los? Hiyoko hat versucht, fortzurennen. Deswegen hat Monokuma sie mit Gewalt hierher gebracht. Aber Hiyoko versucht immer noch fortzurennen. Und deswegen versucht Monokuma sie nun, ja, in Gewahrsam zu nehmen. Hey, wenn du nicht stehen bleibst, dann werde ich dich zu einem Teil der Essenskette dieser Insel machen. Oh, du sorgst nur dafür, dass ich meine wertvolle Zeit vergeude. Aber neben dir gibt es noch ein anderes Problem, um das ich mich kümmern muss. Wo zur Hölle ist Fuyuhiko? Dieser Typ, er bleibt einfach weg. Er hat einfach mein Treffen ausgelassen. Das pisst mich an. Oh. Hä? Was ist jetzt los? Das ist ja geil. Oh, seine Wut hat sein äußeres Erscheinungsbild verändert. Ich bin doch hier. Oh, Fuyuhiko, du bist gekommen. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ach, es gibt sowieso keinen Ort, an den ich fliehen könnte, von daher... Also egal, wie es ausgeht, ich muss es akzeptieren, richtig? Aber trotzdem, ich bin ein Yakuza. Ich werde Niederlage nicht einfach so annehmen. Fuyuhiko, was bedeutet das? Na, dann ist ja alles gut. Wenn der Trial, ja, hitziger wird, dann ist alles okay. Ah, jedenfalls, es sieht so aus, als wären alle da. Also machen wir uns auf den Weg. Ich gehe vor und werde immer einen Schritt voraus sein. Ja, das glaube ich, dass du uns immer einen Schritt voraus bist. Oh, scheiße, Mann. Ich bin dafür einfach mental nicht vorbereitet. Musst du dich überhaupt vorbereiten? Wenn du nicht genug Kraft hast, dann benutze deine latenten Energien. Komm schon, bring die Energie hervor. Es beginnt also, der Anfang vom Ende. Also dann, seien wir alle positiv eingestellt. Eines Tages können wir die scheinende Hoffnung finden. Das ist richtig, ich kann nur... Weiter vorangehen ist die einzige Option. Ja, dann machen wir das, oder? Ab in Monokuma Rock. Total verrückt mit dieser. Aber ist geil. Ich würde auch gerne mal darauf fahren. Oh, egal wie häufig ich sehe, das ist echt ein mieser Geschmack. Der mieseste, niedrigste, brutalste Geschmack. Irgendwie bewegte ich meine Muskeln, die ganz starr waren vor Angst und Nervosität und lief seltsam verkrampft auf die Rolltreppe. Aus irgendeinem Grund war mein Atem ganz schwer und ich hatte so ein ähnliches Gefühl wie Schwindel. In dem Moment, in dem wir uns alle in Monokuma Rock befanden, wurde die Rolltreppe wieder eingezogen. Bumm. Und weg. Ein lautes Geräusch erfüllte den Raum und die Umgebung begann zu fallen. Ach stimmt, das war ja selbst der Aufzug, das wusste ich schon gar nicht mehr. Mit einem Klattern fuhren wir hinab. Ich bewegte mich zwischen Hoffnung und Verzweiflung, als wäre mein Herz eine verrottete Frucht, die in der Sonne anschwillt, bevor sie platzt.
Ich hörte plötzlich auf zu atmen. Es geht immer tiefer. Mein Bewusstsein begann zu verschwimmen aufgrund des Drucks. Ich versuchte, dem Druck standzuhalten, indem ich fest auf meinen Beinen stand. Und nach einer Weile wurden die Vibrationen des Aufzugs sanfter. Und dann stoppte er. Ziemlich technologisch diesmal. Genau, zielt. Erledigt die langweilige Routine. Also, ich habe mich dazu entschlossen, ein bisschen umzudekorieren. Wie sieht es aus? Mr. Monokumas neue Dekoration ist genial, nicht wahr? Naja, ich würde euch sowieso nicht erlauben, es anders zu sehen. Geil. Oh Mann, so etwas Aufwendiges zu machen, wirklich. War das deine wahre Absicht? Ach, na ja. Dieses ganze Killerspiel ist doch sowieso nur, um Zeit zu killen. Zeit killen? Ja, mich zu befreien von meinem Zweck. Das alleine ist mein Zweck. Ein Zweck ist doch nur eine Schwäche. Jene, die einen Zweck verfolgen, sind immer die Schwächsten in der Gruppe. Deswegen solltet ihr alle vergessen, diese billigen Zwecke oder billigen Ziele wie Überleben. Und genießt einfach das Class Trial aus dem tiefsten eures Herzens heraus. Ja, klar. Es beginnt. Der Class Trial beginnt. Mahiro Koizumi, die ultimative Fotografin. Sie hatte eine unglaubliche Persönlichkeit. Aber sie war sehr gut darin, sich um Menschen zu kümmern. Und viel wichtiger, sie war immer sehr direkt gewesen. Die Person, die sie getötet hat, ist unter uns? Ich möchte es nicht glauben. Ich will es nicht glauben. Ich will es nicht glauben, aber... Egal, wir müssen die Antwort finden. Es ist egal, ob wir es glauben oder nicht. Weil das der einzige Weg ist. Mal davon abgesehen, herauszufinden, wer der Killer ist. Was? Achso, wir haben halt keine andere Möglichkeit, als den Killer zu finden, um zu überleben. Und daher gibt es einen weiteren Trial, in dem es um Hoffnung und Verzweiflung geht. Der jetzt begonnen hat. Dom, 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 dim, dim, dim. Ich freue mich schon. Geil, geil. Okay, so. Dann nochmal Spicern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Danganronpa 2 wieder. Dann beginnt der Class Trial. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.